Bibi Vital, Ihr Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Heute bei RFH. 25 Jahre Nordharzer Städtebund Theater. Theaterfest läutet neue Spielzeit ein. Der persönliche Zukunftsplan fängt mit Berufsorientierung an. Die 5. Berufsfindungs- und Studienmesse in Halberstadt. Riesenandrang beim Tag der offenen Tür im Wasserwerk Wienrode. Der Halberstädter Domschatz, einer der kostbarsten Kirchenschätze der Welt. RFH, einfach näher dran. 25 Jahre Nordharzer Städtebund Theater. Theaterfest läutet neue Spielzeit ein. Das Nordharzer Städtebund Theater hat gerufen und Hunderte sind gekommen. Grund zum Feiern gab's dabei gleich doppelt. Seit nunmehr 25 Jahren sorgt das Nordharzer Städtebund Theater auf den Bühnen der Region für Programm. So auch zur neuen Spielzeit 2016-17, die damit feierlich eingeläutet wurde. Dass es während des Festes wie aus Kübeln schüttet, stört die Theaterfreunde wenig. Im Mahlsaal unternimmt Intendant Johannes Rieger mit seinen Gästen einen literarischen Ausflug ins Wien des 19. Jahrhunderts, passend zur anstehenden Theaterpremiere von Johann Strauss. Fledermaus, die ebenfalls aus dieser Zeit und aus Wien stammt, präsentiert er einen Einakter von Arthur Schnitzler. Du siehst ein, dass ich da nicht recht frisch zum Arbeiten kommen kann. Tja, ich weiß nicht, du tust, als wenn ich dich davon abhielte. Habe ich dich gebeten zu bleiben? Du hättest mir auch abschreiben können. Du hättest dich schon um 8 Uhr zu Hause schlafen legen können. Bitte, bitte! Schau, es ist wahrhaftig nicht notwendig, mich misszuverstehen. Nein, ich sag auch nicht, dass man nicht zuweilen mit 4 oder 5 Stunden Schlaf genug hat. Aber Kind, erinnere dich doch. Gestern war es 5, wie ich von dir weggegangen bin. Habe ich dich vielleicht gestern zurückgehalten? Den Höhepunkt des Abends bildet die Premiere der Fledermaus im großen Saal. Ja, die Fledermaus gilt ja als die Königin der Operette. Ist eigentlich die einzige Operette, die auch in den ganz großen Operntempel wie Metropolitan Opera oder so gespielt werden. Und ein Stück, was besonders schöne, besonders gelungene Musik hat und eine sehr zeitlose Handlung aus dem Wien des letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Ja, und es ist natürlich auch ein würdiger Auftakt für so eine Spielzeit. Und wir haben zum ersten Mal Walter Sutcliffe als Gastregisseur hier und hoffen, dass auch dieser sehr traditionelle, sehr berühmte Stück mit einem kleinen bisschen englischen Humor vielleicht auch eine etwas andere, besondere Farbe kriegt. Und nur mit viel britischem Humor ist wohl auch das eine oder andere Kostüm zu erklären. Gastregisseur Walter Sutcliffe inszeniert bis März 2017 auf den Bühnen in Halberstadt und Quedlinburg. Der neue Spielplan hat allerdings noch mehr zu bieten. Worauf darf ich mich denn noch freuen als Gast? Ja, das kommt natürlich ganz auf Ihre speziellen Vorlieben an. Wenn Sie ein großer Wagner-Freund sind, freuen Sie sich garantiert auf den Tannhäuser oder romantische Oper Eugen Onegin. Wenn Sie mehr Musical-Freund sind, freuen Sie sich auf die Hauspremiere von Addams Family oder im Schauspiel Romeo und Julia oder auf den großen Ballettabend Gefährliche Liebschaften. Also eine unserer Stärken ist ja, dass wir doch für ein sehr großes, breites Angebot stehen und immer versuchen, eigentlich alles anzubieten, und das gelingt uns eigentlich ganz gut. Das tun Sie auch nicht erst seit dieser Spielzeit, sondern wie schon gesagt, das Theater gibt es jetzt 25 Jahre. Was waren denn in dieser Zeit Ihre persönlichen Highlights als Intendant? Naja, als Intendant gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Ich werde es mal unbescheiden auch Sachen nennen, wo ich selbst beteiligt war. Besondere Konzerte wie die Sinfonie der Tausend im Halberstädter Dom oder Lohengrin oder Rosenkavalier oder diverse Händel-Opern, aber auch eine ganze Reihe von tollen Schauspielproduktionen, die ja auch zu großen Festivals eingeladen wurden. Gerade sind wir von den Theatertagen der Landesverbände Sachsen-Anhalt und Brandenburg zurückgekommen, wo wir auch mit dem Schauspiel zu Gast waren, und unser Ballett hat ja auch wirklich große Erfolge. Also da gibt es wirklich sehr viele Sachen in 25 Jahren, auf die man mit einem gewissen Stolz zurückblickt. In 25 Jahren wird das Nordharzer Städtebund Theater 50 Jahre alt. Was wollen Sie bis dahin geschafft haben? Es vielleicht noch fester verankern in der Region, noch neue Dinge entdecken, immer Lust am Theater behalten und im besten Sinne unverzichtbar für die Menschen in der Region sein. Man hat hier drei dazu geschlagen. So
einem bunten Programm will Johannes Rieger ein breites Publikum aller Altersklassen in die Häuser am Harz ziehen, auch zukünftig. Ja, wir machen auch sehr viel Basisarbeit. Sie dürfen nicht vergessen, dass wir pro Jahr 26.000 bis 27.000 Kinder und Jugendliche in unseren Vorstellungen haben. Das heißt, wir kreieren uns schon auch unser Publikum für die Zukunft selber. Das ist auch der berühmte Bildungsauftrag. Und den erfüllen wir, glaube ich, mit ziemlicher Leidenschaft und ziemlicher Werbe, also sodass uns da eigentlich nicht bange sein muss. Und wenn die Menschen in der Region, die Bevölkerung hier in diesem Landkreis nicht so hinter diesem Theater stehen würden, gäbe es das einfach auch nicht mehr. Das komplette Programm für die Spielzeit 2016-17 finden Sie ab sofort online unter www.harztheater.de. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Der Donnerstag wird wolkig, unterstrichen von leichten Böen. Am Morgen befinden sich einzelne Wolken am Himmel bei 12 Grad. Zum Mittag wird es noch wolkiger und windiger bei Tageshöchstwerten von 19 Grad. Im weiteren Tagesverlauf kommt es zu keiner Veränderung am Wetter bei fast identischen Temperaturen. In der Nacht versteckt sich der Sternenhimmel vielerorts hinter Wolken bei 13 Grad. Der Freitag wird noch windiger mit starken Böen und identischen Tageshöchstwerten. Freuen Sie sich auch schon auf Harry Potter? Tausende Fans stehen in den Startlöchern, denn am 24. September ist es soweit. Harry Potter und das verwunschene Kind Teil 1 und 2 in einem Special Rehearsal Edition Script erscheint auf Deutsch. Erfahren Sie, wie es mit Harry Potter weitergeht. RFH, Ihr Regionalfernsehen Harz, verlost zusammen mit der Weltbild-Filiale in der Rathauspassage in Halberstadt 5 Exemplare Harry Potter und das verwunschene Kind, Teil 1 und 2, im Wert von je 19,99 Euro. Wenn Sie mit Harry Potter auf seine letzte große Reise gehen möchten, sollten Sie schnell mitmachen. Wir drücken Ihnen die Daumen und sind ganz ohne Zauberei davon überzeugt, dass Sie der Magie von Harry Potter wieder schnell erliegen werden. Sie müssen dazu nur eine Frage beantworten. Wie heißt der Sohn von Harry Potter, der in der 8. Geschichte eine zentrale Rolle spielt? Schicken Sie uns Ihre Lösung mit Namen und Adresse per Mail an gewinnspiel@rfh-tv.de. Das Los entscheidet. Viel Glück! AOK-Versicherte haben's besser, denn sie zahlen weniger. Jetzt zur günstigen Krankenversicherung aus Sachsen-Anhalt wechseln. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.besserhaben.de. AOK, die Gesundheitskasse. Sie sind auf der Suche nach einem Pkw-Anhänger? Dann sind Sie hier genau richtig. In Halberstadt in der Rudolf-Diesel-Straße befindet sich der größte Anhängerprofi im Harz und Sachsen-Anhalt. Bei Leos Anhängerverkauf und Vermietung finden Sie auf 10.000 Quadratmeter garantiert den richtigen Anhänger für Ihren Gebrauch. Leos Anhängerverkauf präsentiert Ihnen eine riesige Auswahl an verschiedenen Modellen unterschiedlicher Hersteller. So finden Sie bei uns die Marken WM Meyer, Unsinn, Brenderup und Happard. Egal, ob Sie einen Kastenanhänger, einen Kipphänger, einen Imbisswagen, einen Bootsanhänger oder einen Pferdeanhänger suchen, hier sind Sie richtig. Unser Service umfasst die Beratung, den Verkauf, die Vermietung, die Reparatur bis hin zum TÜV. Des Weiteren finden Sie bei uns einen riesigen Ersatzteilshop. Unsere Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr sowie samstags nach Vereinbarung. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns anzusprechen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski. Mein Service macht den Unterschied.
Jetzt die neue Generation des Fernseherlebnisses für zu Hause zum überzeugenden Preis. Marktleiter Manuel Vogt empfiehlt den Samsung 49 Zoll Smart TV mit 4K Ultra HD fähigen Curved Display und Quad-Core Prozessor sowie Soundbar mit Subwoofer im Set für 1099 Euro oder mit 0% Finanzierung bei 10-monatiger Laufzeit. Lassen Sie sich zu diesen Angeboten gern bei uns beraten. Eine Altersvorsorge, da schneidern wir Ihnen gerne ein Angebot nach Maß. Schauen wir uns doch mal Ihre Finanzen an. Gucken Sie mal hier. Wohneigentum ist für Sie als junge Familie natürlich ein wesentlicher Bestandteil im Vorsorgemix. Andere wichtige Bausteine sind Absicherung und Vermögensaufbau. Und mit der Sparkasse sind über 51% Riester-Förderung drin. Dazu ein paar Aktien oder Fonds. Hallo. Mami, Mami, die Sparkasse ist ja eine Riesenbank. Ja, Schatz, aber bitte fass nichts an, ja? Für jeden die passende Altersvorsorge. Sparkassenfinanzgruppe. Deutschlands Nummer 1. Große Pläne. Angewandte Moderne in Sachsen-Anhalt in der Zeit von 1919 bis 1933. Ein Ausstellungsprojekt der Stiftung Bauhaus Dessau im Verbund mit Ausstellungen in Halle, Magdeburg, Merseburg, Leuna, Elbingerode und Quedlinburg. Entdecken Sie Erfinder, Architekten, Bauwerke und Produkte und ihre weltweite Wirkung in Gegenwart und Zukunft. Von Gertrud Arndt bis Bruno Taut, von Hugo Junkers bis Max Falier. Das ganze Programm finden Sie unter www.große-pläne.de. Yippie, yippie, yippie! Wenn Kochen so viel Freude macht, muss es eine Küche von Möbel Müller sein. Lassen Sie jetzt Ihre Küchenträume wahr werden mit der 0% Finanzierung von Möbel Müller. Möbel Müller in Thale bringt tolle Möbel und Küchen. Yippie, yippie! Frisches Design aus Frankreich für den Harz. Der Citroën C4 Cactus mit Airbump-Technologie. Ein Kompakt-SUV mit Persönlichkeit, voll moderner und nützlicher Technologie und Motoren der neuesten Generation. Lernen Sie das innovative Fahrzeug bei einer Probefahrt kennen. Das Team Konrad im neuen Citroën Autohaus in Quedlinburg, Bicklingsbach 4, präsentiert Ihnen auch gern die weiteren Modelle von Citroën und bietet Ihnen besten Rundumservice zu attraktiven Konditionen. Le cœur, le caractère. Citroën. Highspeed für die bunte Stadt. Das Wernigeröder Unternehmen Heuer und Sack bietet schnelles Internet und Telefon über das eigene Funk- und Breitbandkabelnetz. In Wernigerode und den Ortsteilen Benzingerode, Minzleben, Reddebar, Silstedt sowie in Heimburg und auf dem Brocken. Bis 25 Mbit pro Sekunde Download und bis 8 Mbit pro Sekunde Upload sind je nach Tarif und technischen Bedingungen verfügbar. Sie bekommen eine echte Flatrate ohne Datendrosselung. Informieren Sie sich in unserem Fachgeschäft in Hasserode oder unter Telefonnummer 03943 90 50 55. BEST, die größte Ausbildungs- und Studienmesse im Landkreis Harz. Den Traumberuf zu finden ist nicht immer ganz einfach. Damit die Suche danach nicht zum Albtraum wird, bietet die Agentur für Arbeit in Halberstadt jedes Jahr die BEST an, die größte Ausbildungs- und Studienmesse im Landkreis Harz. Bereits zum 5. Mai können sich interessierte Jugendliche über mögliche Berufsausbildungen und Studienplätze informieren. Über 100 Aussteller aus verschiedenen Branchen sind hier vertreten und stellen ihre Karrierechancen vor. Wir bilden Altenpflege, Fachkräfte, Altenpflegehelfer, aber auch Kauffrau im Gesundheitswesen oder Kaufmann im Gesundheitswesen. All diese Möglichkeiten bieten wir an. Nun ist die Personalbeschaffung in dieser Branche sicherlich relativ schwierig. Was kann man denn da machen, um ja mehr Leute, mehr Azubis anzulocken? Na, ich glaube, wir punkten mit einem harmonischen Team. Also die Mitarbeiter geben diese richtigen Impulse, dass der Auszubildende auch gern zu uns kommt und sagt, jo, das ist mein,
mein Ziel, Alten oder unsere Pflegebedürftigen glücklich zu machen. Aber ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist, ist das Lächeln, was ein alter Mensch wenn getane Arbeit gemacht ist, das Lächeln, was er wiederbringt, das ist schon ein ganz großes Pfund in der Lohntüte. Egal ob aus der Industrie, der Verwaltung oder dem Gesundheitswesen, viele Unternehmen lassen sich etwas Besonderes einfallen, um potenzielle Bewerber anzulocken. So hat das Azurit Seniorenzentrum aus Quedlinburg eine Bewerbung für potenzielle Bewerber mit im Gepäck. Wir zeigen unseren künftigen Auszubildenden unseren Lebenslauf. Wir zeigen ihnen auch eine Benotung. Und da sagen wir, die Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten in unserem Unternehmen sind, ich möchte schon sagen, spitze. Wir geben den Auszubildenden jede Möglichkeit. Er muss nur wollen. Ja? Wir geben allerdings auch für die Mitarbeiter und auch für die Auszubildenden Entspannung, bieten auch in Zusammenarbeit mit der AOK Gesundheitsprävention an. Finanzielle Aspekte sind wir auch gut. In der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, da haben wir uns die 3, also die 1 des kleinen Mannes gegeben, müssen wir auch uns echt eingestehen. Senioren möchten auch am Nachmittag, möchten am Wochenende und auch in der Nacht betreut werden. Und das ist ganz einfach so. Wer sich also für uns entscheidet, muss damit sich schon konfrontiert sehen. Und ich denke mal, das ist aber auch nicht der schlimme Punkt. Damit können die Jugendlichen sehr gut leben. Und die heute hier zu uns gekommen sind, die sind auch gezielt zu uns gekommen und haben gesagt, das ist klar, wir können sie nicht irgendwo alleine lassen. Wir müssen ihnen auch an Wochenenden und an Feiertagen helfen. Dafür kriegen wir ja auch in der Woche Freizeitausgleich. Ganz, ganz wichtig ist das Team. Dass das Team mit den Mitarbeitern und mit den Auszubildenden an einem gemeinsamen Strang ziehen. In der Vergangenheit beklagten viele Betriebe Probleme bei der Nachwuchsgewinnung. Die Gründe dafür sind vielfältig. Die allgemein sinkende Einwohnerzahl sowie Defizite bei den einzelnen Bewerbern spielen dabei entscheidende Rollen. Ich denke, die Mischung macht's bei der ganzen Geschichte. Klar, wir haben in unserer Region nur noch halb so viele Jugendliche, die Schulen verlassen, wie noch vor 10 Jahren. Die Jugendlichen sind einfach nicht mehr da. Das ist der demografische Wandel. Und wir haben schon viele Unternehmen, die das erkannt haben und sich darauf vorbereitet haben und zum Beispiel auch hier die Messe nutzen, um sich vorzustellen. Denn das ist unser Hauptproblem, dass sowohl die jungen Menschen als auch alle anderen Personen, die mit dem Prozess beschäftigt sind, wie die Eltern oder die Lehrer, noch zu wenig wissen, was gibt es in unserer Region und wo kann ich vielleicht meine Interessen wirklich in den Beruf umsetzen. Und da gehört vieles dazu. Sicherlich, der ein oder andere Jugendliche hat vielleicht ein paar mehr Probleme oder Handicaps, aber auch da gibt es Möglichkeiten, die zu unterstützen und helfen, zur Seite zu stehen. Man muss es wollen und das von allen Seiten. Alle Interessierten, die die Berufsfindungs- und Studienmesse in Halberstadt verpasst haben, können sich auch danach über diverse Ausbildungsmöglichkeiten und Angebote der regionalen Betriebe informieren. Außerdem bietet die Agentur noch weitere Seminare zu verschiedenen Themen. Messen in der Größenordnung macht man nur einmal im Jahr, aber Sie können sich sowohl im Internet informieren als auch hier. Es gibt immer noch Börsen, wo ich Ausbildungsstellen bekommen kann. Es gibt unterstützende Angebote, wie nutze ich die Jobbörse, wie schreibe ich Bewerbungsunterlagen. Sie können sich über offene Ausbildungs- und Arbeitsstellen informieren. Da gibt es noch viele, viele Angebote und da einfach mal ins Internet schauen oder hier vorbeikommen und schauen, was gibt es. Und die Kollegen geben gerne Hilfestellung und informieren über das, was möglich ist. Wer noch auf den letzten Drücker einen Ausbildungsplatz ergattern will oder allgemein auf Jobsuche ist, kann sich unter www.arbeitsagentur.de anmelden und sich hier einen Überblick über die aktuellen Stellenangebote verschaffen. Gestalten Sie so die berufliche Zukunft ganz nach dem eigenen Geschmack, individuell auf Ihre Bedürfnisse und Kompetenzen ausgerichtet. Riesenandrang beim Tag der offenen Tür im Wasserwerk Wienrode. Der große Andrang war zu erwarten auf dem Gelände des Wasserwerks bei Wienrode, das von hier aus viele Haushalte versorgt. Schon zum Start des Tages bildeten sich lange Schlangen vor dem Hauptgebäude, denn dort boten die Mitarbeiter ausführliche Führungen an. Auf denen informierten sie zunächst im Eingangsbereich über die Historie und technische Entwicklung des Betriebes sowie über die Leistungsfähigkeit des Wasserwerks, das im Durchschnitt täglich 120.000 Kubikmeter Trinkwasser bereitstellt.
Zu Spitzenzeiten werden auch mal 150.000 Kubikmeter ins Netz geleitet. Damit ist die Kapazität aber noch nicht ausgereizt, die bei 180.000 Kubikmetern täglich liegt. Viele interessante Einblicke wurden bei den Führungen vermittelt, die auch durch die Schaltzentrale führte, wo rund um die Uhr die Anlagen und das Netz überwacht werden können. Hier wurden auch die Fragen der Besucher beantwortet. Und hier in der Messwarte überwachen wir halt den ganzen Ablauf über die Verteilung, über die Aufbereitung, wie das Wasser vom Abbode hierher kommt. Überwachen das Wasserwerk, dass das Wasser auch vernünftig aufbereitet wird. Und rund um die Uhr 24 Stunden, wir sind hier jeden Tag, jede Stunde sind wir hier, egal was jetzt Weihnachten, Silvester. So, wir sind immer hier. Zusätzlich gab es einen informativen Film, den Schüler des Gymnasiums Am Tee aus Blankenburg erstellt hatten. Imposante Eindrücke sammelten die Besucher in den verschiedenen Bereichen der Aufbereitungsanlage. Die Mitarbeiter informierten ausführlich über die Prozessabläufe in den Hallen. Wir sind im sogenannten Reaktionsbeckenteil, der erste Teil der Aufbereitungsanlage. Hier kommt das Rohwasser, was wir eben noch in den Rohren gesehen haben. Also das haben wir nicht gesehen, wir haben die Rohre gesehen. Hier sehen wir das Wasser in offenen Gerinnen, bevor es Richtung Filter geht. Hier wird das Rohwasser mit Aluminiumsulfat beaufschlagt, was ich unten an der Technologie bereits erklärt hatte. Aluminiumsulfat, Flockungsmittel, dient dazu, um die organischen Bestandteile im Rohwasser zu bündeln. Wir sehen in der Filteranlage nachher, sehen wir die Bündelung anhand von kleinen Schaumberglein und unsere Bedarfszudosierung. Von Kalkwasser, Kaliumpermanganat bzw. Aktivkohle. Das findet hier statt, bevor das Wasser auf die Reise Richtung Filterbecken geht. Natürlich führte der Rundgang auch in das Herzstück, die riesige Filteranlage. Hier befinden wir uns in der Filterhalle und in der Filterhalle haben wir 48 Filter. Und hier werden durch Sand- oder Kiesfilter die Partikel und Schwebstoffe vom Rohwasser abgetrennt, sodass wir dann unser sauberes Reinwasser erhalten. Das ist rund um die Uhr in Betrieb? Die ist rund um die Uhr in Betrieb und wird durch die Schaltwarte überwacht. Und dann dementsprechend, wenn sich ein Filter anmeldet, dass er gespült werden muss, wird es von der Schaltwarte aus ausgelöst. Das ist die Hauptstufe. Nach dem wird das Wasser nur noch desinfiziert und aufgehärtet und dann verteilt an die Kunden. Weil das Wasserwerk nicht jedes Jahr so einen Tag der offenen Tür bietet, werden auch auf Wunsch für Schulen und Gruppenführungen angeboten. So kooperiert man regelmäßig mit ortsnahen Schulen. Auch für ehemalige Mitarbeiter des Werkes lohnte der Besuch an diesem Tag auf jeden Fall. Als Schifffahrer war ich hier tätig und habe das von Anfang an, da war noch Baubetrieb hier in Gange, haben wir das übernommen. Und seitdem bin ich hier 27 Jahre auf dem Betrieb gewesen und habe alles kennengelernt, auch die Filter, die hier sind, habe ich auch mit die Filter gewechselt und alles, was so ist, und Wasserbomben geholt und so weiter. Ja, das habe ich alles mitgemacht und jetzt bin ich ein alter Mann. Ich wäre noch jetzt 89, diesen Monat. Und da wollte ich noch mal meinen alten Betrieb aufsuchen. Unterstützt wurde der Tag von weiteren Vereinen wie der Feuerwehr mit Kinderaktionen, dem Harzclub Zweigverein und mit Programm. Auch die Blankenburger Volleyballer versorgten die Besucher mit Kuchen. Sie dankten dem Unternehmen so für die jahrelange Unterstützung als Sponsor. Wir sind die Blankenburger Volleyballfreunde, ein dynamischer Verein. Und zwar haben wir unser 25-jähriges Jubiläum in diesem Jahr. Aber unser Sponsor, den wir auch schon seit 13 Jahren haben, der unsere Frauenmannschaft in der Richtung unterstützt, die haben den als Brustsponsor sozusagen, den unterstützen wir natürlich auch. Es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Deswegen heute großer Einsatz für uns und da machen die Kleineren mit. Wir haben von 11 bis 15 Jahre ein Team, was ganz steil im Aufwärtstrend ist und auch groß rauskommen möchte. Ja, und die helfen ja auch mit selbstgebackenen Kuchen und allen anderen Dingen und natürlich auch einige andere Volleyballfreunde mit dazu. Es ist nur ein ganz kleiner Abriss von dem, was wir haben. Wir sind über 150 Leute. Ja, und das ist, glaube ich, alles, was man sagen muss. Danke nochmal auch an die Truppe, die uns unterstützt hier, die heute wieder ein tolles Fest organisiert. Für Interessierte gab es auch die Möglichkeit, Wasser aus dem eigenen Brunnen zu testen. Ja.
Die Leute, die zum Beispiel einen Brunnen haben, die lassen ihr Wasser kontrollieren, ob sie das aufbereiten können oder für ihren Garten zum Gießen benutzen können. Also es ist ja nicht nur die Wasseranalyse vom Trinkwasser, sondern auch für Brunnen. Ein gelungener Tag mit vielen interessanten Eindrücken, der trotz hoher Temperaturen alt und jung nach Wien-Rode führte. Veranstaltungen im Harz. Die Ostharz Brennstoff GmbH, ihr Partner für Heizöl, Diesel und Schmierstoffe, präsentiert den zweiten Quedlinburger Dixieland Herbst. Los geht's am 23. September mit dem Anheizen im Quartier 7, wenn Jazz und Swing auf Fachwerk und gute Laune treffen. Am 24. September startet der zweite Harz-Dixie durchs herbstlich romantische Selketal. Gehen Sie an Bord der ganz besonderen Fahrt von Quedlinburg nach Harzgerode. Erleben Sie Dixieland und Swing unter Volldampf mit der alten Wache aus Potsdam, den Dixie Kings und vielen mehr. Den krönenden Abschluss bildet die Open-Air-Jam-Session auf Schloss Harzgerode. Tickets für die Hin- und Rückfahrt erhalten Sie bei der Quedlinburg-Information am Marktplatz oder online bei eventim.de. Danach heißt es Dampf ablassen im Quartier 7 mit dem Jens Wimmer Trio und der Red House Jazz Band. Und nach der durchtanzten Nacht geht's weiter in der Lionel Feininger Galerie. Beim Frühshoppen ab 11 Uhr lassen Sie den zweiten Dixieland Herbst ganz entspannt ausklingen. Musik, Spaß und Stimmung vom 23. bis 25. September in Quedlinburg. Jetzt Tickets sichern für die Silvesterkonzerte des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode. Lassen Sie das Jahr 2016 mit einem musikalischen Feuerwerk zu Ende gehen. Gemeinsam mit seinem Ensemble sorgt Musikdirektor Christian Fitzner mit Sopranistin Viktoria K. aus Wien und Bariton Dietmar Sander aus Hannover für einen beschwingten und spritzigen Jahresausklang. Tickets für die Konzerte am 30. und 31. Dezember erhalten Sie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Der Halberstädter Domschatz, einer der kostbarsten Kirchenschätze der Welt. Seit mehr als 500 Jahren trotzt er Wind und Wetter, der Halberstädter Dom. Er ist das Wahrzeichen einer Stadt, die bereits seit 1200 Jahren inmitten der deutschen Geschichte steht. Besucher sind heute oft verwundert, am Rande des Harzes ein solch prächtiges Bauwerk anzutreffen. Mit seinen 92 Meter hohen Zwillingstürmen und der 100 Meter langen, dreischiffigen Basilika mit Querhaus gehört der im gotischen Stil erbaute Dom zu den Glanzleistungen mittelalterlicher Baukunst in Europa. Bereits im Jahr 1239 wurde mit den Bauarbeiten begonnen, die über 250 Jahre dauern sollten. Erst 1491 konnte der Dom geweiht werden, der bis heute viele bedeutende Kunstwerke beherbergt. Die Grundlage für dieses epochale Gebäude lieferte Karl der Große, denn er war es, der im Jahr 804 Halberstadt zum Bistumssitz ernannte. Von da an war die Stadt mächtig und gewann schnell an Bedeutung und Einfluss. Zahlreiche Bischöfe wirkten hier und engagierten sich politisch in ganz Europa. Ihre Hinterlassenschaften sind heute im Dommuseum, das sich gleich neben dem Dom befindet, zu besichtigen. Mit mehr als 650 Objekten gilt der Halberstädter Domschatz weltweit als einer der umfangreichsten mittelalterlichen Kirchenschätze. Allein die prächtige Sammlung der liturgischen Gewänder wird nur vom Vatikan selbst übertroffen. Zu sehen sind auch zahlreiche Bronze- und Goldschmiedearbeiten sowie Altarbilder und weltberühmte Meisterwerke der Textilkunst. Der Abraham-Engel-Teppich wurde bereits 1150 angefertigt.
Der Halberstädter Dom St. Stephanus ist einer der edelsten gotischen Dome in Deutschland. Er wurde über 250 Jahre nach dem Vorbild der französischen Kathedralen errichtet, 1491 schlussgeweiht. Und das Einzigartige ist, am Halberstädter Dom hat sich der umfangreichste, der größte mittelalterliche Kirchenschatz an seinem historischen Ort erhalten. Kunstwerke von Weltrang sind hier täglich außer Montag zu besichtigen. Und das ist wirklich eine ganz, ganz große Einmaligkeit. Wer als Kunstliebhaber in den Harz reist, der wird nicht nur in Halberstadt fündig. Auch die historischen Gebäude in der Quedlinburger Altstadt haben viel zu bieten. Der Schatz der Stiftskirche St. Servati gehört ebenfalls zu den hervorragend erhaltenen Schätzen mittelalterlicher Arbeiten. Durch einen Diebstahl weltberühmt wurde hingegen der Quedlinburger Kirchenschatz. Ende des Zweiten Weltkrieges stahl ein einfacher US-Soldat diese Kostbarkeiten und schaffte sie nach Amerika. Erst in den 90er Jahren kam der Schatz aus Texas zurück. Heute kann er von Besuchern in einer neu gestalteten Präsentation wieder bestaunt werden. Doch die Harzregion hat auch für die kleinen Kunstliebhaber etwas ganz Besonderes zu bieten. Kinder finden in Halberstadt das größte Spielemagazin Deutschlands. Auf über 3000 Quadratmetern wurde hier eine erlebnisreiche und barrierefreie Indoor-Welt geschaffen, die keinen Wunsch offen lässt. Gigantische Klettergerüste, Rutschen, Trampoline und eine riesige moderne Computerspielwelt werden den Kleinen hier geboten. Doch was hat das alles mit Kunst zu tun? Im HWG-Spielemagazin gibt es daher auch noch einen ganz speziellen Raum, das Domschatzzimmer. So feierlich wie die Halberstädter Bischöfe residierten, können Kinder hier mit Freunden ihren Geburtstag feiern und schon ein wenig über die Geschichte der 1200-jährigen Bistumsstadt erfahren. Halberstadt ist auch heute noch immer eine Reise wert. Das Halberstädter Küchenstudio mit dem besonderen Service. Individuelle Beratung, professionelle Planung, zuverlässige Montage. Ihr Küchentraum wird Wirklichkeit. Das Küchenstudio Spiegelstraße präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps. Vom 23. September bis 20. November füllen tönernde Figuren die Stiftskirche St. Servatius in Quedlinburg. Mit der Sonderausstellung Erdverbunden Himmelwärts laden Künstlerin Ilse-Marie Vogel und Superintendantin Angelika Zedow Besucher ein, menschlichen Emotionen zu begegnen. Am Freitag um 18 Uhr wird die einzigartige Ausstellung eröffnet. Zusammen mit ihren wunderbaren Geißleinpuppen spielt Kerstin Date am Sonntag um 16 Uhr auf liebevolle Art und Weise den Grimmschen Märchenklassiker Der Wolf und die sieben jungen Geißlein. Der Eintritt zur Premiere im Baumhaus Friedrichsbrunnen beträgt für Kinder 4 Euro und für Erwachsene 6 Euro. Das diesjährige Konzert der Landesregierung unter dem Titel Schuberts große Sinfonie C-Dur wird am Sonntag um 18 Uhr den Halberstädter Dom erklingen lassen. Der Eintritt ist frei und Spenden kommen dem John Cage Orgelkunstprojekt Halberstadt zugute. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Gnobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich komme auch so aus einer Generation, wo man noch gemeint hat, man kann mit Pillen alles heilen. Und jetzt ist die Tendenz einfach, dass man erkennt, die Natur, die kann uns so viel geben und dann brauche ich die Chemie nicht. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Gnobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern.
Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RAV Teletext ab Seite 301. 1080 Jahre Rieder. RFA präsentiert Impressionen vom Festumzug. Thank you.
Na Peter, hast du denn deine Pferde im Zug? Hallo! Mach mal voran, ja. Du hast dir alles aufgeboten, was du hast. Alles auf die Hose, noch alle mal! Ja, hier, hier. Hallo? Ja. Auch mal wieder da. Jawohl! Lange nicht gesehen, Junge. Ey, keine Feier ohne Meier! Oh, den einen habe ich auch. Ach nee, er führt nur den Esel und die Dame, die muss Wasser schleppen. So ist das richtig, ja, ja. So war das früher wahrscheinlich, ne? Da habt ihr da ein echtes Baby reingepackt, ja? Ach komm, mehr Arbeit als Reiten, ne? Ach, so ist das immer bei den Pferden. Eine Stunde reiten, zwei Stunden putzen. Ja, ja. Das geht voran. Das kleine Kind spitzt doch bestimmt dann. Du musst das erkühlen. Und natürlich, ein Reiterhof kann natürlich nicht ohne Hof zu Roster herkommen. Das ist ja klar. Ne? Also, von wieder. Das sind die Kleinen. Die müssen auf Ponys reiten. Oder erstmal nur gucken, wie hoch die Pferde sind. Ihr braucht jetzt nicht eine kleine Leiter, um hochzukommen, ne? Mit dem Kindergarten und vielen munteren Kindern. Das beweist, dass es sich ein gutes Leben gut erleben lässt mit Kirche und Kindern. Die Kindertagesstätte hat sich zum Motto gemacht, für Tiere da zu sein. Die Kindertagesstätte befindet sich im Domänenhof in Radisleben. Das Motto ist Tiere helfen Kindern. Ein kleiner Hund ist ja auch dabei. Jetzt weiß ich nicht, ob der Hund euch hilft oder ihr dem Hund. Sie erkannte das und handelt mit Fahrrädern aller Art.
Radfahrer sind heute ganz groß in. Leider sind die Radwege hier in der Gegend noch nicht so schön, dass man alle benutzen kann. Man muss schon ein sehr stabiles Fahrrad haben. Aber wie wir sehen, hat Kilian auch stabile Fahrräder auf seinem Wagen. Jetzt wird's grün. Zusammen mit der Kinderfahrgestelle Waldkreisler haben sie ein grünes Klassenzimmer in der Gartenanlage geschaffen. Die grüne Lunge von Gila. Ist denn euer Tropetenbaum schon am Heim groß geworden? Eine alteingesessene Firma des Zimmerhandwerks und des Sägewerks ist die Firma Machemehl. Die steht seit 1873 bei Zimmerei und später noch als Baugeschäft. 1958 war der Betrieb der Forstwirtschaft unterstellt und seit 1990 wurde das Sägewerk von Fritz Machemehl wieder aufgenommen. Heute arbeiten Sven und Jörg Machemehl als in der fünften Generation im Sägewerk und in der Zimmerei. Und wie man sieht, beherrschen die Zimmerleute auch noch das Abklatschen. Ja, wenn der Zug zu gut haben, so gute Hände. Aber Zimmerleute sind auch nur gewinnen. So, jetzt sehen wir alleine auf einer Schweife die Gemeinde Kostel. Wir haben uns auf 84 Unterstützung der ärztlichen Versorgung, was sie kann, ist das von allen, und jetzt sind wir alles da. Oh, wir wollen Feuer machen und so weiter. Wohl dem, der so ein Mädchen hat. Die Firma MSD Bau, Bauberatung, Scherbau und Dürer präsentiert sich und bietet Dienstleistungen individuellen Wünschen der Kunden an. Ja, man sieht ja individuelle Toilettensitze. Aus Ballenstedt kommt der Kulturverein Wilhelm von Kügelgen. Mit seinen 52 Mitgliedern und am Vorsitz von Frau Christiane Pelz betreibt der Verein in der Allee in Ballenstedt einen Vereinsladen und unterstützt damit Projekte im Bereich Kultur, Bildung und Heimatpflege. Ja, und Trachten sind dort großgeschrieben, sieht man, wie elegant sie daherkommen. Wahrscheinlich ist es ein bisschen warm unter der Tracht, aber was soll's. Der älteste Verein in Rieder ist die Schützengesellschaft zu Rieder seit 1653. Die Wiedergründung erfolgte 1991. Heute hat der Verein 40 aktive Mitglieder und betreibt sportliche Schießen, was jedes Jahr im Schützenfest und im Ausschießen der Könige und Königinnen seinen Höhepunkt findet. Heute nehmen auch befreundete Schützenvereine an dem Umzug teil vom Kreis Schützenbund Friedenburg. Schieß mal ruhig weiter, aber bitte nur auf die Scheiben. Blick auf die Bürger. Ich habe gehört, hier gibt es zum Bürgerschießen, aber ich denke, das findet auch nur da hinten am Schützenheim statt. Jawohl, macht weiter so. Unüberhörbar, der Spielmannszug Ernstleben, der unterstützt heute diesen Festumzug tatkräftig unter der Leitung von Lutz Ulblum. Und drei Auszubildende beschäftigt der Betrieb mit Reparatur und Wechsel von Förderbändern. Hat die Servicebereitschaft 24 Stunden am Tag und das jeden Tag 365 Tage im Jahr. Ein Schmeißrad Kamelle. Also wenn jemand mal ein Gummiband reißt, keine Sorge, die Firma wird das wieder reparieren. Können Sie bitte mal weiter gehen? Hier zeigt sich die Firma Metallmanufaktur Edgar Ramelow, dass sie mit ihren Mitarbeitern, 11 Mitarbeitern in der Serienfertigung im Metallbau auf dem neuesten Stand ist. Gelder des Staates. Die Firma ist also alle auf dem neuesten Stand und hat wahrscheinlich gut Beschäftigung.
Firma Strucker und Partner. Seit 2002 befördern sie schnell und sicher national und international Stückgüter. Im Moment stehen wir bis zum Punkt, aber die alle leer. Wahrscheinlich sind die Stückgüter schon rausgepackt. Aus ihm der Rassel-Geflügelzuchtverein, der heute 18 Mitglieder hat. Er ist um Nachwuchs verlegen. Er bemüht sich um das Rassegeflügel, ein wichtiges Kulturgut im Naturschutz, und um die Wissensförderung der Jugend und diesen interessanten Teil der Geschichte zwischen Mensch und Tier. Eine Geflügelshow wird es vom 11. bis 13. November geben im Dorfgemeinschaftshaus in Wieder. Er ist für Überraschung gesorgt und es wird empfohlen, sich das mal anzuschauen. Da oben sitzen die Rassegeflügel. Seit über 200 Jahren besteht die Bäckerei und Konditorei Schneider in Wieder. Der heutige Inhaber Markus Wende übernahm sie von seinem Vorgänger Walzer. Mit 16 Beschäftigten sorgt er mit Backwaren und Konditorei-Erzeugnissen zum Teil nach alten Rezepten. Da freuen sich morgen schon die Leute auf die frischen Brötchen. Und nun eine Reiterstaffel hält ihre Tiere im Zaum. Dabei sind dies Nadine und Mike Roth, Antje Vater, Inge Kirchler und Carsten Krug. Wie heißt es doch so schön? Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Und die beiden gehen zu Fuß. Schont ihr eure Pferde? Ein echter Landwirt aus Rieder, Landwirtschaftsbetrieb Hoffmann. Früher war Rieder das größte Blumendorf Deutschlands. Saatgutkind in alle Welt. Das hat nachgelassen. Es wird heute nicht mehr so viel betrieben, aber der Ökobetrieb macht noch Vermehrungen und Versuche im ökologischen Anbauverfahren. Zum Beispiel 9 verschiedene Bohnensorten. Kinder mussten immer früher viel arbeiten und sie haben sich einfach hinten angehängt an den Wagen, um mal zu demonstrieren mit dem Handwagen. Ja. Aus der historischen und ehemaligen Polsterei Lothar Ritter entwickelte sich über kleine Anfänge das Möbelhaus Ritter, das heute an zwei Standorten mit 38 Mitarbeitern und 5 Familienmitgliedern arbeitet. Brauchst du einen Sessel oder Schrank? Schau einfach mal bei Ritterland. Ja, eine Couch ist auch dabei, wie ich sehe. Vorhin sahen wir die Gemeindeschwester Beate auf der Schwalbe. Nun die moderne Ausgabe in Form des Pflegedienstes PIA als Pflegerin im Wandel der Zeit. Unter der Leitung von Sabine Büschel pflegen und helfen 10 fleißige Mitarbeiterinnen und betreuen die Menschen. Sie sind allerdings nicht mehr mit der Schwalbe unterwegs. Heute fahren sie schon mal mit Autos. Erstmal sind sie schneller und haben den weiteren Umkreis. Es wird ja immer wichtiger, denke ich. Es wird schon mal laut im Schotterwerk, wenn der Fels gesprengt wird. Mit dem deutschen Baustoff GmbH hat sein Bauwerk wieder, besteht seit 1968. Sie beschäftigt 180 Mitarbeiter und davon 35 im Harz. Mit ihrer Grauwackel und dem Kies und den vielen kleinen gemahlenen Steinchen, da sichern sie mit ihrem Sand, Kies und Schotter die Infrastruktur des Landkreises. Und gehen wir hin im Straßenbau, wenn wir unser Schotterwerk beschäftigen. Der Kfz-Betrieb von Olaf Meyer ist wohl jedem bekannt. Und mit seinem ganz früher und natürlich auch der Kfz-Betrieb. Er wird mit Kfz-Baumaschinen und wenn es um sein muss, auch Rasenmäher. Aber im Moment sehe ich nur reparierte Multicars. Ist ein schönes Hobby. Frau Theresa Schweinefuß mit Michelle und Laila führen es uns heute vor. Die beiden Ponys links geht Vicky und rechts Lisa können aber auch leichte Ackerarbeiten verrichten. Aber Ponys sind halt immer niedlich und es macht immer wieder Spaß, wenn sie so vorbeitraben.
mit seinem Heizung und seinen Tierarbeiten. Er hat drei Mitarbeiter. Wenn der Hahn einmal tropft oder der Abfluss verstopft, dann rufe den Frank Börner an, weil der das dann abdichten kann. Noch einmal Landwirtschaft mit der Agrargenossenschaft Rieder. Am 01.01.91 gegründet, betreibt sie überwiegend Pflanzenproduktion. Getreide, Raps, Erbsen und den Obstbau mit großen Plantagen. Zur Demonstration haben sie ein bisschen hier aufgebaut auf ihrem Traktorwagen. Das Obst von den Plantagen ist wirklich genießbar am Obsthof Rieder, da kann man die Erzeugnisse kaufen. Ja, aber der Werner Zweidorf ist es noch, aber er hat inzwischen andere Tauben und auch noch einen Hund. Und wer möchte nicht gerne seine Tauben zur Hochzeit zum Beispiel steigen lassen, an dem Glückstag, weiße Tauben? Heute Nacht, naja, am Rathaus. Aha, na denn. Aber nicht alle auf einmal, ne? Oder? Doch, alle mit einem. Oh, hoffentlich kommt alles zurück. Da wird der Himmel blau. Hoffentlich kommt alle zurück. Ja. Der Schäferhundverein Angobad kümmert sich intensiv darum. Abrichten, Prüfungen und auch Hundezucht gehören zu seinem Ziel. Wer den Hundeplatz am Kahlenberg besucht, wird auch das schöne Vereinsheim kennenlernen. Um interessierten Nachwuchs an Vereinsmitgliedern ist der Verein immer bemüht. Ja, und wenn man sich die Hunde anschaut, wie brav sie alle nebenher gehen, da brauchen wir gar keine Angst zu haben. Jeder Hundeführer hat den Stamm an der Leine. Naja, bei der Wärme haben die wahrscheinlich alle nur Durst. Welch ein anderer Hund. Ein Metaller, wie sich ihn jeder vorstellt. Ja, was habe ich gesagt? Ein Metaller, wie man sich vorstellt. Er kann das schmieden. Er kann das heute noch. Oh, hallo, das meiste ist gut davon. Kann man das Glück aufheben? Damit diese funktioniert, steht Marco Storch mit seinen 7 Mitarbeitern bereit. So nach dem Motto, denn ich bin Klempner von Beruf. Jetzt wird es wieder interessant. Seit dem 01.04.1950 besteht das Auto aus Jans Müller, Skoda-Vertragshändler vor Ort. Der kleine Skoda vorweg. Die drei Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen mit 11 Angestellten und 2 Azubis verstehen ihr Handwerk. Das beweisen die vielen Skoda-Autos auf unseren Straßen. Nun hat die dritte Generation einen Neubau in Gernrode, einen Sprung in die Zukunft gewagt. Viel Glück und Erfolg damit. Und jetzt komme ich kaum nach. Für Baustoffe, Holz und Sand ist Firma Kuschel hier bekannt. Benötigst du so etwas im Haus, zuverlässig liefert sie aus. Detlef Kuschel leitet den Betrieb, anscheinend ist ihm das auch lieb. Was kommt denn nun alles daher? Es ist die Freiwillige Feuerwehr. 111 Jahre gibt es sie nun in Rieder. Notwendig, denn es brennt ja immer wieder. Löschfahrzeuge und Mannschaftswagen werden hier vorbeigefahren. Die Wehren aus Gernrode, Badeborn und Ballenstedt verstärken den Zug. Und das ist nett. Mit Technik, die begeistert und immer wieder fasziniert. Auch wenn sie schon etwas älter ist. Ja, so ein bisschen betagt sehen die Löschfahrzeuge natürlich schon aus. Ne?